Adho Mukha Baddha Konasana ist der nach unten schauende, gebundene Winkel. Ausgangsposition kann die Sphinx sein und aus der Sphinx gibt die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Du kannst dann die Ellbogen am Boden halten wie in der Sphinx und du kannst auch die Hände auf den Boden geben und wie in der normalen Kobra den Brustkorb noch etwas höher geben. Das kann man auch nennen Adho Mukha Baddha Kona Bhujangasana. Adho Mukha Baddha Konasana ist es nämlich auch, wenn du die Fußsohlen zusammenhältst, Knie nach außen und dich dann entspannst mit Bauch und Brust auf dem Boden und die Hände übereinander und Kopf zur Seite. Und nach anstrengenden Rückbeugen ist es manchmal schön, in Adho Mukha Baddha Konasana zu entspannen, weil für manche Menschen diese Knieposition nochmal eine andere Dehnung für die Hüftkreuzbeingelenke bringt, die für manche Menschen als Gegenstellung für Rückbeugen hilfreich ist, für manche nicht. In jedem Fall ist Adho Mukha Baddha Konasana etwas Gutes, um die Hüftflexibilität in höherem Maße zu kultivieren, was gut ist für Lotus-Sitz, gebundenen Lotus-Sitz und andere. Weil dies der letzte Dreh dieser heutigen Sitzung ist, wollen wir jetzt noch das Om wiederholen. Wenn dir das gefallen hat, dann klicke schnell auf Daumen hoch, gefällt mir oder schreibe einen Kommentar oder teile die Sendung mit anderen. Wir danken schon mal Vivian und Eduard hinter der Kamera und Sukadev. Wir sind von www.yoga-vidya.de. Dieses Video war Teil der großen Asana-Lexikon-Reihe von Yoga Vidya, 4000 Videos und 4000 Artikel im Yoga Vidya über alle bekannten Asana-Namen auf Deutsch und auf Sanskrit mit Video und Anleitung. Ja, und wenn du das alles lernen willst, dann findest du all diese Beschreibungen auf wiki.yoga-vidya.de sowie als Video auf unserem Yoga-Vidya-Übungskanal auf YouTube. Und die wichtigsten Asanas findest du in der Yoga-Vidya-App sowie im Asana-Lexikon auf www.yoga-vidya.de. Und vieles davon lernst du auch während der Yogalehrerausbildung oder auch während Asana-Intensivs in den Yoga-Vidya-Stadtzentren und in den Yoga-Vidya-Ashrams. Und zum Abschluss singen wir jetzt dreimal Om und wollen so Segen anrufen für deine Yoga-Praxis. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Om Shanti Shanti Shantihi. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Ja, danke dir. Nicht zu danken.